Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch für das Thema Akkustaubsauger interessiert. Wir wollen uns heute wieder einen neuen Akkustaubsauger von Philips anschauen. Das hier ist das Modell XC8055, ein Akkustaubsauger, der auch eine Wischfunktion besitzt. Den haben viele von euch sich gewünscht als Test und deswegen machen wir das jetzt hier auch. Gleich geht's direkt los mit den ganzen Details. Vielen Dank an Philips für die Bereitstellung des Testgeräts. Los geht's, viel Spaß! Alle technischen Daten des Philips XC8055 wurden wie immer in den Akkustaubsaugerfinder eingepflegt. Der Link ist hier oben in der Infokarte. Da könnt ihr euch informieren, findet alle Modelle, die wir bisher getestet haben und noch viele mehr. Könnt euch da ganz genau anschauen, wie wir getestet haben. Ihr könnt Akkustaubsauger auch direkt miteinander vergleichen, so zum Beispiel hier diesen 8055 mit dem 7055, den wir schon getestet haben. Da findet ihr alles sehr übersichtlich zusammengefasst. So, dann fangen wir erstmal an und sehen uns den Lieferumfang an. Ihr seht, hier liegt sehr viel auf dem Tisch. Ich habe es eben gerade schon mal gesagt, den 7055, den habe ich schon getestet vor ein paar Wochen und eigentlich ist es so ziemlich das gleiche Modell, kann man sagen, andere Farbe und ein anderer Wischaufsatz ist dabei. Ansonsten konnte ich da tatsächlich gar keine Unterschiede erkennen. Gehen wir aber mal kurz alles zusammen durch. Ihr habt viel Zubehör. Ihr habt erstmal eine Basisstation, die ihr an der Wand anbringen könnt und da kann er auch geladen werden, wenn ihr das Kabel da durchfummelt. Dann habt ihr zahlreiche Aufsätze und die Besonderheit hierbei ist, dass diese auch nicht alle, aber die meisten beleuchtet sind. Das heißt, hier vorne ist eine LED und die leitet dann hier, könnt ihr hier an diesem Teil hier sehen, die LED hier so vorne lang. Und dann ist das hier bei diesem Sofaaufsatz so, für der Fugendüse ist das so und auch bei dieser 2-in-1 Bürste, dass die alle vorne beleuchtet sind. Die Milbenbürste hier ist die einzige, die nicht beleuchtet ist. Die ist für Sofas und Matratzen super, ist im Lieferumfang aber auch dabei. Ihr habt ein Saugrohr und dann hier einen sehr, sehr großen Wischaufsatz. Der sieht hier so aus. Und das hier ist so ein Tank, ne? Der wird hier so magnetisch runtergeklippt. Und jetzt mache ich mir höchstwahrscheinlich den ganzen Fußboden, den ganzen Tisch ein bisschen nass. Darunter ist ein Pad. Ich habe damit ja eben schon getestet, deswegen ist das jetzt alles hier auch schon nass. Das wird einfach nur so magnetisch drunter geklippt. Und gleichzeitig wird halt hier eben gesaugt. Das heißt also vorne und hinten wird gesaugt und in der Mitte dann gewischt. So, jetzt machen wir mal hier alles nass. Sehr schön. Und wollen uns natürlich auch nochmal den Akkusauger selber anschauen. Ich finde, designtechnisch haben die hier sehr viel verbessert im Vergleich zu diesen anderen Speed Pro Max Modellen, die es vorher gibt. Die sehen sehr viel schöner aus von der Qualität, fühlen die sich auch super an. Natürlich ist hier auch noch eine Hauptbürste mit dabei, habe ich eben gar nicht dran gedacht. Die ist vorne beleuchtet und das ist halt hier auch so eine Besonderheit, dass diese LED hier vorne auch angesteuert werden kann. Die macht ein sehr, sehr angenehm weiches Licht und kann halt eben komplett ausgeschaltet werden oder auch in zwei Stufen angesteuert werden. So sieht es von unten aus. Dann jetzt aber wirklich zum Akkusauger selber. Also der Aufbau ist so, ihr habt ihn hier, könnt ihn mit einem Griff anfassen, könnt hier oben die Stufen durchschalten und habt noch eine Menütaste. Mit dem Menü könnt ihr dann hier durchgehen und verschiedene Dinge einstellen. Da komme ich aber gleich zu. Drei Saugstufen habt ihr. Und dann habt ihr natürlich hier unten auch einen Wechselakku, den könnt ihr hier nach hinten entnehmen. Im Lieferumfang ist aber nur einer dabei. Na, hier ist die Taste. So. Ist aber halt wechselbar und ihr könnt noch einen dazu kaufen. Wenn ihr den Schmutz entleeren wollt, dann macht man das hier so. Und dann gibt es keine Klappe, die irgendwie aufspringt, sondern man muss diesen Teil hier nach hinten so aufmachen und das entleeren. Das ist genauso wie beim XC7055. Okay, das war's auch schon mit der Einleitung und ich denke, dann schauen wir uns jetzt das Wichtigste an, nämlich die Reinigungsleistung. So, ich erzähle euch jetzt, wie gut der Philips Akkusauger gereinigt hat und ihr lasst, wenn ihr Lust habt, kurz ein Like für das Video da, abonniert den Kanal und aktiviert hier unten die kleine Glocke, denn dann verpasst ihr nämlich in der Zukunft hier auch keine Videos auf dem Kanal. Also, den Akkusauberfinder nehme ich hier selber zur Hand, um die Werte hier abzulesen. Wir machen die Tests immer komplett gleich mit der gleichen Mischung, wird alles abgewogen. Auf dem Hartboden hat der XC8055 99,66 Gramm aufgenommen, also ein komplett super Wert. Und auch wie die Partikel aufgenommen werden, sieht richtig gut aus. Bei der ersten Überfahrt ist im Normalfall alles weg. Man muss ja nicht ständig irgendwelchen Partikeln hinterherfahren. Also für Hartboden einfach, ohne weitere Zusätze, perfekt geeignet. Dann kommt der Teppich. Teppich ist schwer und ich wusste ja schon vom Test des XC7055, dass der gut abgeschnitten hatte. Das hat hier auch dieses Modell. Er hat hier auf dem Hartboden 78,74 Gramm aufgenommen und das ist spitzenmäßig. Damit gehört er mit zu den besten Geräten für Teppich. Man kann hier also insgesamt sagen, die Geräte hier sind für beide Bodenarten, also Hartboden und auch hochflorige Teppiche, einfach super geeignet. Beim Reinigen auf Teppich muss man wissen, dass man auf der allerhöchsten Stufe und einen richtig hochflorigen Teppich hat, kann es am Anfang manchmal sein, dass die Bürste stehen bleibt.
War jetzt aber kein großartiges Problem, ist mir aufgefallen, aber danach konnte ich dann, wenn man das dann ja, etwas schneller vor und zurück bewegt, einfach gut mit reinigen. Also, die Reinigungsergebnisse können sich hier echt sehen lassen und dann ist natürlich nochmal interessant, ob dieser Akkusauger den Filtertest, der für Allergiker interessant ist, bestehen konnte und den konnte er tatsächlich leider nicht bestehen, aber auch das kannte ich schon vom Modell, was ich schon getestet habe, der hat ihn auch nicht bestanden. Der Filter, der da hinten drin ist, der hält halt diese Partikelgröße nicht auf. Wie man diesen Test zu werten hat, da ist nochmal ein Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann nochmal ganz genau sehen, was da wichtig ist, wenn ihr den Filtertest bei eurer Kaufentscheidung mit einbezieht. Ja, also die Reinigungsleistung ist also spitzenmäßig, da braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Dann kommt der nächste Punkt, Handhabung und Features. Die Handhabung gefällt mir hier wirklich ausgesprochen gut. Das zeigt sich auch darin, dass der XC7055, den ich schon getestet habe, aktuell zu Hause tatsächlich der Akkusauger ist, den meine Frau für sich auserkoren hat und mit dem sie jeden Tag saugt. Das ist natürlich das eine, die Handhabung, die ist einfach wirklich schön. Das Gerät liegt schön in der Hand, man kann damit schön manövrieren. Er ist schön flexibel in den Bewegungen links und rechts, das gefällt mir gut. Bei der Handhabung ist ja auch die Reinigungszeit immer interessant und ich habe auf höchster Stufe auf 100% Akku aufgeladen. 17 Minuten und 30 Sekunden gemessen, auch das ist super. Das heißt, man kann in so einer bei mir 100 Quadratmeter Wohnung ohne Probleme einmal komplett durchsaugen. Und das ist ja auch nur die Turbo-Stufe. Je weiter runter man geht, desto länger geht es natürlich. Dann kommen wir mal zu den ganzen Features, wenn man über die Handhabung zuerst gesprochen hat. Und da ist ja hier auch eine ganze Menge dabei. Man hat einen Wechselakku, vorne ein Licht und das Licht ist richtig cool. Das lässt sich halt eben, wie gesagt, dimmen. Man kann es in verschiedenen Stufen einstellen oder auch eben ausschalten. Und das ist ein richtig schönes Licht. Das gefällt mir tatsächlich wirklich gut, wie die das gemacht haben. Dann ist das ganze Zubehör fast bis auf die Milbenbürste beleuchtet. Auch das ist ein cooles Feature. Ihr habt ein sehr, sehr schönes Display hier oben, auf dem ihr alles einstellen könnt. Gefällt mir gut. Bei der Handhabung Staubentleerung ist so eine Sache. Mittlerweile habe ich das, weil ich ihn ja auch täglich nutze, raus, dass man das so rausnimmt und wieder reinmacht. Am Anfang fand ich das so ein bisschen fummelig. Manche Akkusauger hat man einfach einen Knopf, drückt drauf und geht eine Klappe auf. Das ist natürlich ein bisschen komfortabler. Aber dafür, wenn man das halt hier so macht, staubt das auch nicht so rum. Weil man das hier einfach aufmacht, auskippt, muss man wissen, was man da einfach lieber mag. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ja, auch, dass man eine feststellbare Power-Taste hat, ist auch schön. Man muss hier nicht die ganze Zeit irgendwas drücken. Also, schöne Handhabung, coole Features mit dabei. Den Wischaufsatz, den habe ich mir natürlich auch angeguckt. Also, es ist komfortabel, wenn man einen dabei hat. Ich persönlich würde immer einen Wischsauger nutzen, weil man damit eben auch flüssige Verschmutzung aufsaugen kann. Aber dieser Wischaufsatz hier ist auch ganz nett, wenn man mal zwischendurch eben schnell noch irgendwie ein bisschen festgetrocknete Kaffeeflecken oder so zusätzlich beim Saugen entfernen möchte, dann geht das auch. Da kommt eine ganze Menge Wasser durch, denn das tropft ja immer so in den in dieses Mikrofasertuch da rein, was man am Anfang natürlich auch nass machen muss. Und dementsprechend ist der Boden, wenn man das länger stehen lässt, ich werde eben gerade am Anfang des Videos hier auch auf dem Tisch gesehen, da kommt eine Menge Wasser durch. Da muss man halt wissen, dass es halt ein bisschen feuchter ist. Und je nachdem, welchen Boden ihr habt, dann müsst ihr auch wissen, ob so ein großer Wasserdurchsatz für euch möglich oder nutzbar ist. So, alles, denke ich mal, habe ich jetzt angesprochen und dann kommen wir noch mal ganz kurz zu meiner Meinung zum Philips XC8055. Ja, die neuen Akkustaubsauger, die Philips auf den Markt gebracht hat, da haben sie vieles richtig gemacht, denn man hat hier eine spitzenmäßige Reinigungsleistung, Hartboden und Teppich. Da konnte das Gerät absolut überzeugen. Das einzige Manko war tatsächlich der Test des Filters, dass der den nicht bestanden hat, dem das egal ist. Für Allergiker wichtig, aber allen anderen ist das vielleicht sogar egal. Mir persönlich ist es immer gar nicht so sehr wichtig. Ihr habt extrem viel Zubehör dabei, coole Features, dieses Licht ist toll, beleuchtetes Zubehör. Also das lässt sich hier wirklich alles richtig cool nutzen und gefällt mir sehr gut. Ich kann ihn so, was das Allround-Paket hier betrifft, einfach empfehlen. Ein kleiner Wermutstropfen dabei ist natürlich, dass die Geräte von Philips ja generell nie günstig sind. Auch dieses Gerät, ich habe gerade nochmal in den Akkusaugerfinder geguckt, kostet so um und bei 500 Euro. Das ist natürlich nicht wenig Geld. Ihr bekommt aber auch ein echt qualitatives Gerät mit vielen Features, Wechselakku, richtig viel Zubehör, einem Wischaufsatz, der auch eine nette Zusatzfunktion ist, wenn man das eben braucht. Insgesamt gefällt er mir gut. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, einfach mal in die Kommentare damit. Wenn ihr Lust habt, noch ein weiteres Video zu schauen, dann findet ihr es direkt hier. Den Kanal könnt ihr hier unten abonnieren und da geht es zu unserem Akkustaubsaugerfinder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.